16. Die Tierpatenschaft. So, Lisa, jetzt müssen wir zu unserem Termin in das Tierheim. Laura, weißt du, ob Jana heute im Tierheim ist? Ja, das ist sie. Sie möchte ja die Tierpatenschaft mit Maya für uns vorbereiten. Haben wir alles? Leckerlis für Maya und noch 5 Dosen Katzenfutter für die niedlichen Katzen. Ja, ich glaube, das ist alles. Jana hat gesagt, dass wir erst ein bisschen mit Maya Gassi gehen, damit wir uns mit ihr anfreunden. Dann bringt sie die Hunde auf eine schöne abgezäunte Wiese. Dort können sie sich ausruhen und rumtoben. Und währenddessen erledigen wir den Papierkram. Ja, das ist gut. Dann müssen wir nicht zuerst mit den Hunden rein. Lass uns losgehen. Hallo, ihr zwei. Hier ist Maya. Sie wartet schon auf euch. Hallo, Jana. Maya, na, wie geht's dir? Na dann bis später und viel Spaß. Ja, tschüss. Also, unsere drei verstehen sich ja super. Ja, das stimmt. Kommentiert auf Instagram. Ich glaube, Maya hat etwas entdeckt. Ja, sie schnüffelt auf dem Boden. Los, Maya, führe uns. Sie ist ja richtig aufgeregt. Ich weiß, wo sie hingeht. Schau mal, da vorne ist Kali. Na, Maya, hast du deinen Kumpel getroffen? Hallo, seid ihr die neuen Tierpatinnen von Maya? Ja, das sind wir, fast. Die müssen später nur noch den Papierkram erledigen. Und wer seid ihr? Meine Tochter ist die Patin von Kali. Wie schön, das ist ja toll. Auweia, nicht weglaufen, Maya. Schnell, Lisa, hinterher. Nein, wir haben sie aus den Augen verloren. Was sollen wir denn jetzt machen? Wie sollen wir das Jana erklären? Oh, hallo, du Süße. Wem du wohl gehörst? Du scheinst ausgerissen zu sein. Du hast ja die ganze Leine dabei. So einen Hund wie dich wollte ich schon immer mal haben. Na los, lauf zurück. Da vorne kommt sie wieder. Schnell, Maya, komm her. Oh, bin ich froh. Aber Jana müssen wir es trotzdem sagen. Na, wie war's? Toll, wir haben auch die Tierpatin von Kali kennengelernt. Die ist nett. Ach ja, Marie. Sie ist eben auch mit ihrer Mutter losgegangen. Sie mag ihn sehr. Ach ja, und einmal ist Maya uns auch aus Versehen ausgebüxt, aber sie kam danach gleich wieder zurück. Das ist ja kein Problem. Solange ihr nichts passiert ist, ist alles gut. Na, Maya, bist du einfach ausgebüxt? Auweia. Na, dann gebt mir mal eure Hunde. Dann kann ich sie auf die Wiese bringen. Ihr müsst jetzt beide einmal unterschreiben. Und dann bekommt ihr diese Urkunde hier. Bei uns bekommt ihr die Erlaubnis, immer herzukommen und Maya zum Gassigehen abholen zu dürfen. Später dürft ihr sie auch gern mal mit zu euch nach Hause nehmen und dort mit ihr spielen. Das ist toll! Hier bitte sehr, eure Urkunde. Und für jeden einen Maya-Ausweis, damit ihr den Tierpflegern zeigen könnt, dass ihr Mayas Patinnen seid. Vielen Dank für das Futter, das ist sehr nett von euch. Gerne. Na dann bis bald. Morgen gehen wir wieder hin, oder? Ja, das wäre doch schön. Am nächsten Tag. Huch, wir kennen uns doch. Ich habe dich doch gestern im Wald gesehen. Oh, wirklich? Ja, sie kam gestern zu mir und ist an mir hochgesprungen. Gehört sie euch? Nein, sie ist vom Tierheim. Wir sind ihre Tierpatinnen. Oh, wie schön. Das Tierheim in unserer Stadt? Ja, genau. Na, da muss ich mich mal informieren. Na, dann auf Wiedersehen. Eine Woche später. Ach, Laura, hallo. Ich habe tolle Neuigkeiten. Wir haben eine Frau, die sich sehr für Maya interessiert. Wenn wir Glück haben, dann bekommt Maya bald ein neues Zuhause. Oh, wie schön. Wir kommen morgen nochmal vorbei. Genau. Morgen um 10 möchte die Frau kommen. Wenn ihr vorher da seid, dann könnt ihr nochmal mit Maya Gassi gehen. Lisa, ich komme morgen ganz früh zu dir und hole dich ab. Wir haben eine Interessentin für Maya. Sie kommt um 10. Da können wir dabei sein. Ist das nicht großartig? Dann bekommt Maya vielleicht ein neues Zuhause. Und wenn wir vor um 10 da sind, da können wir noch mal mit ihr die Morgenrunde machen. Am nächsten Tag. Lisa, bist du da? Ja, lass uns losgehen. Ach, das ist so schön, Maya Gassi zu führen. Jetzt können wir sie hier ein wenig reinlassen. Na, Maya, ich bin schon gespannt, wer dich haben möchte. Du wirst bestimmt ein tolles neues Zuhause haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie ein wenig hübsch machen. Oh ja, wir kennen sie. Hier ist die Bürste. Wo kommt Maya denn eigentlich her? Maya wurde vermutlich auf der Straße ausgesetzt. Sie wurde uns dann leider in einem schlechten Zustand gebracht. Aber wir haben sie sehr gut aufpäppeln können. Anscheinend hat ihr früherer Besitzer ihr auch Kommandos beigebracht. Sie hört nämlich sehr gut. Maya, drehen, drehen.
Fein. Lisa, gib ihr ein paar Leckerlis. So, und jetzt Pfote. Und andere Pfote? Fein. Jetzt besprühen wir dich noch ein bisschen. Hallo, du magst mich, was? Guten Tag. Die Mädchen haben sie gerade etwas hübsch gemacht. Oh, wie schön. Danke, ihr zwei. Maya habe ich ja jetzt schon öfters getroffen. Ich habe mich entschieden. Ich möchte sie haben. Also eigentlich hat sie eher mich getroffen. Juhu! Klasse, dann kommen Sie mit an die Rezeption. So können wir den ganzen Papierkram erledigen. Ja, ich komme. Maya, du bekommst ein neues Zuhause. Toll! Das bedeutet, dass du jetzt keine Paten mehr brauchst. Ja, vielleicht sehen wir dich ja nochmal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Die Adoption machen wir jetzt Stück für Stück. Erst einmal möchte ich Ihnen gern ein paar Fragen zu Hunden stellen. Haben Sie denn schon irgendeine Ausstattung für Hunde zu Hause? Ja, ich habe schon sehr viel zu Hause. Ich habe eine Hundehütte, die steht neben der Eingangstür. Ich habe Pflegeprodukte, natürlich das passende Futter. Einen Hundekorb haben wir zu Hause auch und natürlich jede Menge Spielzeug. Haben Sie denn einen Garten, wo Ihr Hund alleine raus darf? Ja, wir haben sehr viel Platz auf unserem Grundstück. Da darf Maya natürlich auch toben und rumtollen. Und sie darf gerne auch draußen schlafen. Wir schauen dann mal, wie sich das ergibt. Und normalerweise schauen wir dann auch, welcher Hund von sich aus sofort zu Ihnen kommt. Das ist dann ein Zeichen, dass er Sie mag. Das können wir jetzt bei Ihnen auslassen. Maya hat ja schon ein paar Mal gezeigt, dass sie mag. Ich hätte noch eine Frage. Muss man etwas für das Tier bezahlen? Für das Tier an sich nicht, aber es gibt immer eine Schutzgebühr. Einfach eine Hilfe für das Tierheim und die Arztbesuche und so weiter, die man machen muss, bevor das Tier adoptiert werden kann. Aha, verstehe. Dann dürfen Sie Maya für 2 Wochen Probe mit nach Hause nehmen. Nach den 2 Wochen kommt ein Tierpfleger von uns zu Ihnen nach Hause und schaut, ob alles geklappt hat. Wenn alles gut gelaufen ist und Sie super miteinander auskommen, dann gehört Maya Ihnen ab dann. Jetzt machen wir noch die Zahlung und dann geben wir Ihnen noch Mayas Pass. Dann ist die Adoption eigentlich auch schon zu Ende. Der genaue Ablauf dieser Adoption ist nicht in jedem Tierheim so. Denn jedes Tierheim kann selbst entscheiden, wie die Vermittlung eines Tieres abläuft. Dafür braucht man auch normalerweise keine bestimmten Papiere. Vielen Dank. Maya ist wirklich ein lieber Hund. Meine Tochter nimmt öfters Reitstunden bei euch. Da treffen wir uns bestimmt mal wieder. Und Maya natürlich auch. Das passt ja gut. Na dann, bis bald. Das war doch sehr erfolgreich. Vielleicht können wir ja wieder eine Tierpatenschaft übernehmen. Ja, es hat so viel Spaß gemacht. Darauf hätte ich wieder Lust. Auf Instagram könnt ihr kommentieren. Wir haben euch den Link dazu auch nochmal in die Infobox gesetzt. Dort laden wir das Thumbnail, also das Bild des jeweiligen Videos, hoch. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis bald!